Liebe Investierte, liebe Interessierte, ja, an den Börsen im Moment wieder mal ein bisschen mehr los. Wirkt sich natürlich immer auf die Aktienbewertungen aus. Schlecht natürlich in dieser Phase, gerade für diejenigen, die ausschließlich in Aktien investiert sind, die reinen Aktienfonds. Im Antea-Fonds, bekanntlich, haben wir ja nicht mal die Hälfte in Aktien investiert. Natürlich, was in Aktien investiert ist, ist davon auch betroffen, von diesem täglichen Hin und Her. Aber es ist eben auch nur knapp die Hälfte. Andere Sachen, die entwickeln sich eben ganz unabhängig von den Aktien, wie beispielsweise der Bereich Private Equity. Und das habe ich ganz elegant den Übergang geschafft, weil ich Ihnen nämlich unbedingt berichten wollte. In der vergangenen Woche war die Hauptversammlung von einer unserer Private Equity Vehikel, wo der Antea-Fonds ja gemeinsam mit der Familie Rothschild investiert hat. Und davon wollte ich Ihnen doch unbedingt berichten. Wobei, eigentlich ist das schon fast etwas langweilig, was da ist, denn es entwickelt sich nahezu alles nach Plan. Natürlich schön ist bei der Kinokette, wo das Engagement ist. In diesem Jahr läuft ja Star Wars, da kommt natürlich nochmal ein zusätzlicher Push mit hinein, den man so nicht erwartet hat, nicht einkalkuliert hat. Das ist schöner Rückenwind. Umgekehrt gibt es dann eine Sache, die etwas hinterherhängt, das ist Witherslack. Das ist der britische Anbieter von Sonderschulen. Dort hinken wir hinterher. Ich habe mir das hier nochmal notiert. Also die Occupancy, also die Belegung betrug jetzt per Stichtag nur bei knapp 550 Schülern statt erwarteter und budgetierter gut 560 Schüler. Das sind also rund 15 Schüler weniger, als man mal budgetiert hat. Das sind also roundabout 3% ungefähr, die weniger dabei sind. Woran liegt's? Nicht, weil das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert hat, sondern es ist eine neue Filiale eröffnet worden und das ist ein bisschen später geworden als erwartet. Und aufgrund dessen hinken wir eben auch ein bisschen in der Schülerzahl hinterher. Kann vorkommen, empfinde ich nun nicht so richtig als Beinbruch. Vor allen Dingen, wenn man dann sieht, mit den knapp 550 Schülern, die wir haben, im letzten Jahr zu der Zeit waren es gut 480 Schüler. Das sind also 70, das sind 15, fast 20% mehr als im letzten Jahr. Es hätte, wie gesagt, noch ein bisschen mehr sein können. Aber auch das auf einem guten Weg. Ein Neuengagement gibt es auch. Das ist IT-Lab. Das ist ein Anbieter, der so IT, ja, der Name sagte schon, eben IT-Support anbietet. Das für kleinere und mittlere Unternehmen, wie es ja eigentlich die allermeisten kleinen und mittleren Unternehmen in Anspruch nehmen müssen, weil das nicht ihr Kerngeschäft ist. Wir auch. Insofern ein Bereich, der uns dann auch vertraut ist. Es ist ein relativ kleines Engagement, mit dem dieses Private Equity Vehicle investiert hat. Es sind rund 3%, die dort investiert sind. Laufzeit ist geplant wiederum mit 3 Jahren. Rendite ist kalkuliert mit 14% per anno, die dort mit hineinkommen. Also eine schöne Investition. Insgesamt sind damit jetzt 38% der Gelder dieses Portfolios investiert, im Durchschnitt mit einer erwarteten Rendite von ungefähr 11,5% per anno. Das sind einfach Entwicklungen, die unabhängig von den Tagesschwankungen, die von den Aktien eben herkommen, die das Ganze dann doch Schritt für Schritt weiter voranbringen. Und das ist etwas, denke ich mal, was immer ganz wichtig ist, zu wissen, dass das Ganze eben auf einem Weg ist, der auch unabhängig von den Aktien gilt. In einem Monat haben wir den Halbjahresultimo hinter uns gebracht. Da können wir schon mal eine Bilanz ziehen, wie es dann aussieht. Dazu mehr beim nächsten Mal. Bis dahin.